Hallo, euer Capo hier. Ich bin wieder aus dem Urlaub zurück und wollte heute gleich mein erstes Video machen, und zwar zu dem neuen Update. Mini-Update für Diablo Immortal: Der Battle Pass von Season 3 beginnt bald. Und zwar wollte uns Diablo Immortal jetzt ein bisschen mitteilen, wie sie das mit den Updates machen. Und zwar gibt es einmal Mini-Updates und einmal große Updates. Mini-Updates enthalten neue Inhalte wie Season, der Battle Pass, Ereignisse im Spiel, Features, Updates und mehr. Große Updates bestehen aus Inhalten wie neues Gameplay, kostenlose Handlungserweiterung und Ereignisse im Spiel. Meiner Meinung nach wird das wieder so sein: Es wird ein großes Update angekündigt. Das kommt jetzt, sage ich einfach mal, Anfang des Monats. Da sind wieder nur von sechs neuen Sachen drei oder vier verfügbar und die anderen beiden kommen später. Wieder 2 Wochen später, und das wird dann halt das Mini-Update, sage ich mal. So wie sie es bis jetzt meistens gemacht haben. Sie haben ja was angekündigt, einen neuen Boss oder so, und der kam dann halt erst eine Woche später, ne? So denke ich mal, wird das zu verstehen sein, was ja auch so schlecht nicht ist, sodass wir jede 2 Wochen irgendetwas Neues bekommen. Ja, fangen wir mal an. Erstens, der Season Pass ist klar, der alte ist abgelaufen, der neue kommt. Aspekt der Gerechtigkeit: Rüstung sieht so schlecht nicht aus. Diesmal eine kleine Besonderheit: Der Season Pass wird nur bis 1. September gehen. Also haltet euch ran, dass ihr die 40 Level schafft, weil, wie gesagt, ist nicht ganz ein Monat, läuft halt nur bis zum 1. September. Des Weiteren wird es, da muss ich erstmal gucken, wie das wird, da werde ich vielleicht nochmal separat ein Video machen, ein tägliches Ereignis geben: Zornesbrut. Es wird jeden Tag um 12 Uhr resettet. Man kann da halt mit anderen Abenteurern Elite-Dämonen zurückschlagen und dadurch halt Belohnungen bekommen. Wie das genau abläuft, wie gesagt, man kann sich das hier mal das direkt wieder auf die Diablo-Seite mal ein bisschen durchlesen und mal gucken. Die ersten drei, war es glaube ich, erhalten auch eine besondere Belohnung. Stand hier mit drin, die den meisten Schaden verursachten, erhalten zur Feier ihres Sieges 6-mal magischen Staub. Na, muss man mal gucken, wie das abläuft. Klingt auf jeden Fall interessant, weil das jeden Tag ist. Na, ein tägliches Ereignis, wo man jeden Tag was bekommen kann. Des Weiteren wird der Hungernde Mond nochmal eine zweite Version jetzt geben wieder. Das geht aber erst vom 12. August bis 15. August. Das kennen wir ja schon. Und wie gesagt, gibt es jetzt halt den Nachschlag. Des Weiteren gibt es noch zwei neue Feature-Updates. Einmal Verbesserung für die Truppe. Im Truppenmenü wird euch jetzt angezeigt, welche Mitglieder eurer Truppe online sind und mit welcher Aktivität im Spiel sie gerade beschäftigt sind. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Aber was ich halt sehr, sehr geil finde, ist die Ausschlussauswahl. Das bedeutet, wenn ihr in einer Gruppe seid, sei es, ja, in irgendeiner Gruppe, und es wird einer immer abgelehnt, einer lehnt immer zu ab, dann kann man in der gesamten Gruppe entscheiden, ob er rausgeschmissen wird. Sonst konnte das ja immer nur der Gruppenführer machen, und jetzt kann man halt abstimmen, dass der dann halt rausgeschmissen wird. Das finde ich halt wirklich super, weil das war echt nervig, wenn man Lasalle oder so gelaufen ist und einer lehnt 5, 6 oder 10 Mann dann ab und man kann einfach nicht starten. Und der Gruppenanführer war vielleicht auch gerade mal für 1, 2 Minuten inaktiv und konnte es dann halt nicht ablehnen. Na? Oder konnte ihn dann nicht rausschmeißen. Das ist halt wirklich eine sehr gute Sache, die sie hier machen. So kann die Gruppe entscheiden und die Mehrheit muss natürlich zustimmen, sonst wird nichts passieren. Gut, das war es eigentlich schon zu dem kleinen Update, was jetzt kommt. Ja, wie immer, wenn irgendwas ist, einfach unten kommentieren, also in die Kommentare. Und ansonsten werde ich jetzt auch wieder versuchen, ein bisschen häufiger über YouTube zu streamen. Wie gesagt, Urlaub ist vorbei, 2 Wochen sind so gut wie rum. Die Woche werde ich es nicht mehr schaffen, aber nächste Woche werde ich wieder ein, zwei Mal in der Woche auf jeden Fall streamen. Und bis dahin, wie immer, sehen wir uns im nächsten Stream, im nächsten YouTube-Video oder bei mir auf dem Discord. Euer Capo. Macht's gut. Ciao, ciao.